Legen wir los? Kann ich auch ohne Mikro machen, oder? Oder ist es doof für die Aufnahme? Alles klar. Ja, dann stelle ich mich erstmal selbst vor. Ich bin Chris. Ich komme heute von den Scientists for Future, der Ortsgruppe Halle. Und ich möchte heute ein bisschen was über den Energiebedarf von Informationstechnologie und im Speziellen über die Rolle der Kryptowährungen reden. Zu mir selbst vielleicht kurz. Ich bin eigentlich Physiker hier an der Martin-Luther-Uni, promoviere dort in der Solarzelltechnologie und ich möchte trotzdem heute versuchen, euch ein bisschen in das Thema der Informationstechnologie und wirklich der Kryptowährung einzuführen und welche Probleme es da geben könnte. Und genau, dann hoffe ich, ihr habt alle Lust drauf und wenn irgendwas unklar ist, dann können wir das später hoffentlich klären, denn es ist nicht ganz einfach gewesen, selbst für mich, das mal auszuarbeiten. Worum geht's? Nun, wir schauen uns ein bisschen an, was ist eigentlich so der CO2-Fußabdruck von der IT, was man ja ausrechnen kann, wenn die einen gewissen Energiebedarf hat, dann wird die auch CO2 verbrauchen zurzeit. Wir müssen über den Klimawandel reden, ganz klar. Wir reden auf jeden Fall über Kryptowährungen wie Bitcoin. Wir müssen dann auch über Blockchain reden. Internet der Dinge, da reden wir auch drüber. Und über grüne IT. Was wird das sein? Schauen wir mal. Der Energiebedarf der IT setzt sich zusammen aus verschiedenen Dingen. Nun, wir haben alle einen Laptop, wir haben ein Tablet, wir haben ein iPhone oder ein Android-Phone, irgendwas, ein Smartphone. Die kommunizieren mit einem Wi-Fi-Modem zum Beispiel oder mit den LTE-Stationen. Das braucht alles Energie. Dann gibt es die Internetinfrastruktur, Datencenter und andere Netzwerke. Alle werden betrieben durch Kraftwerke. Kraftwerke können durch erneuerbare Energien betrieben werden oder durch eben fossile, wie zum Beispiel Kohle und so weiter und so fort. In Deutschland sieht unser Strommix zurzeit so aus. Wir haben irgendwo 40% erneuerbare Energien, die gar keinen oder nur ganz wenig CO2 ausstoßen. Wir haben dann einen großen Sektor an Braunkohle, Steinkohle und Erdgas, die extrem viel CO2 emittieren. Und wir haben einen kleinen Teil Kernenergie. Was sind so Fakten, die wir uns jetzt merken müssen? Na gut, also Informationstechnologie per se verbrauchte 2013 1500 Terawattstunden Energie. Terawatt habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Vorsilbe Terra kennt ihr vielleicht noch von Terabyte, ihr kennt Gigabyte, ihr kennt Terabyte vielleicht noch, gab da Festplatten davon. Aber was man sich merken kann, ist, dass es eben 10% der globalen erzeugten elektrischen Energie sind, was die IT nun verbraucht. Und dadurch, dass sie eben heute noch nicht zu 100% aus erneuerbaren Energien erzeugt werden kann, wird es auch einen gewissen Anteil an CO2 ausstoßen. Und das gucken wir uns jetzt an. Der CO2-Footprint von der IT. Erstmal schauen wir uns, was passiert denn eigentlich so im Internet den ganzen Tag. In einer Minute könnt ihr euch das mal selbst angucken, was hier so alles passiert. Wir haben 3,8 Millionen Suchanfragen auf Google. Das ist echt viel. Es werden hoffentlich Snaps erstellt, wir haben E-Mails, wir haben Tinder, wir haben YouTube, wir haben Facebook und so weiter und so fort. Und all das braucht nun mal Energie. Und wenn man das umrechnet mit dem Strommix auf der Welt, dann kriegen wir raus, dass wir 2013 2% des globalen CO2-Ausstoßes aufgrund dessen haben, dass wir das Internet besitzen. Das Internet verbraucht eben so viel Energie, dass es 2% am globalen CO2-Ausstoß teilhat. 2018 waren es schon 3,7%. Woran liegt's? Naja, die Technologie streitet immer weiter vor. Die Datenzentren werden zunehmend effizienter. Und das Problem liegt nun mal an den zusätzlichen Daten, die wir jeden Tag erzeugen. Die Datenmengen werden immer mehr, die Datengrößen. Und aus diesem Grund brauchen wir immer mehr Speicherzentren, wir brauchen immer mehr Rechenzentren. Und die haben ein Riesenproblem. Das ist zum einen, die Rechenleistung braucht Energie. Und zum anderen, zum Beispiel bei Rechenzentren ist es so, dass die ein Riesenproblem haben, die ganze Wärme, die die Server erzeugen, abzuführen. Und das sind alles Probleme, die gelöst werden müssen und die auch CO2 ausstoßen. Gehen wir weiter? Na gut, CO2, ja, und nun, für jemanden,
Klingt jetzt nicht so schlimm, CO2 tut doch nichts. Naja, müssen wir uns ganz kurz mal mit CO2 beschäftigen. CO2 ist ein Treibhausgas, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es kann eben Wärmestrahlung absorbieren. Das heißt, es kann, wenn irgendwo eine Wärmequelle ist, kann sich dieses Gas aufheizen und dann diese Wärme auch wieder abstrahlen. Das können zum Beispiel im Gegensatz Stickstoff oder Sauerstoff nicht. Wisst ihr so ungefähr, wie unsere Atmosphäre zusammengesetzt ist? Na? Also wir haben wirklich ziemlich viel Stickstoff drin und ziemlich viel Sauerstoff. CO2 ist nur ganz, ganz wenig drin. Also das ist wirklich nur 0,04%. Aber das trotzdem einen Einfluss haben wird, das gucken wir uns jetzt hier mal an. Und zwar habe ich hier schön bei Quarks eine schöne Abbildung geklaut. Hätten wir kein CO2 in unserer Atmosphäre, wäre es ziemlich kalt. Dann wären wir jetzt bei minus 18 Grad oder hätten wir gar keine Atmosphäre. Wären wir jetzt bei minus 18 Grad hier auf der Erde. Jetzt haben wir nun, hätten wir 0,028 Volumenprozent, ist jetzt hier die Einheit, CO2 in der Atmosphäre, sind wir so bei 15 Grad. Ja, das liegt daran, die Sonne scheint jetzt nun hier auf die Erde, erhitzt die Erde. Im Fall ohne Atmosphäre geht die ganze Wärme wieder oder wird viel Wärme wieder ins Universum abgegeben. Nur vielleicht die Landmassen und die Ozeane nehmen ein bisschen Wärme auf. Naja, aber dann bleibt es trotzdem ziemlich kalt. Mit Atmosphäre sieht es anders aus. Die Wärmestrahlung kommt auf die Erde, geht zurück und geht in die Atmosphäre. Und die Wärmestrahlung kann natürlich auch direkt in die Atmosphäre gehen. Und wenn man jetzt hier so ein Treibhausgas hat, wie eben Kohlenstoffdioxid oder Methan geht auch, oder Wasserdampf, Wasserdampf ist auch ein ziemlich krasses Treibhausgas, dann erhitzt sich das hier nochmal, das wird warm und es reflektiert dann diese Wärme wieder zurück auf die Erde. Das ist der Treibhauseffekt. Kennt man vielleicht, wenn man hinter so einer, in einem kleinen Glashaus steht, was in der Sonne steht, da wird es ziemlich warm nach einer gewissen Zeit. Darum funktioniert es ja auch, Tomaten anzupflanzen im Winter, nimmt man ein Treibhaus. Steigt nun jetzt hier der CO2-Gehalt an, ins Doppelte, da sind wir schon noch bei einer durchschnittlichen Temperatur von 18 Grad Celsius auf der Erde. Also man sieht, trotz dass nur ganz, ganz wenig CO2 in unserer Atmosphäre ist, trägt es tatsächlich 9-26% zum Treibhauseffekt bei. Man kann es nicht so absolut genau ausrechnen, deswegen habe ich jetzt hier eine Range eingegeben. Ja, also wissen wir jetzt, okay, Energie, CO2 hat Effekt in unserer Atmosphäre. Ja, hat es vielleicht auch was mit dem Klimawandel zu tun? Es ist ein großes Wort, Klimawandel geht überall umher. Und na, wir fragen uns als Wissenschaftler nun, wir messen auf jeden Fall, unsere Erde wird wärmer. Ihr seht jetzt hier, das sind die Jahre von 1880 bis 2017 und das ist die Abweichung vom jährlichen oder von den Mittelwert der Temperatur so um 1880. Man sagt, das ist die Vorindustrialisierung. Dann sieht man, das können wir relativ gut messen, es gibt Wetteraufzeichnungen, dass eben die Temperatur bis heute so um circa 1 Grad stieg, weltweit. Die mittlere Temperatur weltweit stieg um 1 Grad. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht woanders auch mal ein bisschen kälter geworden ist. Das kann passieren, aber dann ist es halt woanders doppelt so warm geworden. Das kann auch passieren. Zum Beispiel die Arktis ist teilweise 30 Grad wärmer als üblich. Das kann passieren. Und dann fragt man sich als Wissenschaftler, ja, woran liegt denn das? Dann guckt man sich an, okay, hat sich jetzt die Position der Erde von der Sonne irgendwie geändert, der Kippwinkel, ist alles relativ gleich geblieben. Die Sonne ist auch ziemlich konstant zurzeit. Die hat nur ihre 11-jährigen Schwankungen. Aber was relativ gut passt, das ist jetzt hier diese Linie, das ist CO2. Den CO2-Gehalt kann man auch messen. Hat man auch Daten. Und jetzt packen wir die Daten mal übereinander. Ja, wir skalieren das ein bisschen geschickt. Und dann sieht das ziemlich gleich aus. Der Trend ist dann ziemlich eindeutig, dass je mehr CO2 in unserer Atmosphäre ist, wie wir vorhin schon erkannten, die Physik dahinter ist eigentlich klar, desto wärmer wird es im Mittel auf unserer Erde. Also können wir festhalten, Änderung des Klimas gab es schon immer. Das hat aber auch immer einen Grund gehabt. Da gab es Kaltzeiten, es gab Warmzeiten und jetzt spricht man teilweise schon von einer Heißzeit. Wir haben schon einen ziemlich rapiden Temperaturanstieg hier und ja, das ist ein Ding, da muss sich die Wissenschaft mit beschäftigen. Wir sind uns auch ziemlich sicher,
dass es maßgeblich durch den Menschen verursacht ist. Denn der CO2-Gehalt in der Luft, der war vorher wesentlich geringer. Und dann gab es einen Punkt, wo es dann losging. Kann sich jemand denken, warum das hier so um 1900 rum, warum das da anfing, du? Genau. Irgendwann kam es zu der Dampfmaschine, richtig? Dampfmaschinen wurden entwickelt, es kam zur Industrialisierung. Und da hat sich noch niemand den Kopf gemacht, was passiert eigentlich, wenn man Kohle und so weiter verbrennt oder andere fossile Stoffe wie heutzutage Öl. Aber wir wissen nun, dass eben genau das den Anstieg von unserer Temperatur verursachen könnte, weil CO2 eben ein Klimagas ist. Also merken wir uns ausgeschlossene Treibhausgase, die entstehen bei Verbrennen von Kohle oder von Kraftstoffen und sind in dem Fall hauptverantwortlich dafür. Und das denke ich mir nicht aus. Das ist von dem IPCC-Bericht, das ist der Weltklimarat, die machen alle 5 Jahre einen großen Bericht und da steht das drin. Und das ist eine Anzahl an Wissenschaftlern, die ganz viele wissenschaftliche Arbeiten sich angucken und dann auswerten, nun, na, wo sind wir denn? Was stimmt denn, was nicht? Ja gut, dann sagen wir jetzt, okay, jetzt haben wir verstanden, es gibt einen Temperaturanstieg. Was juckt es mich? Schön warm draußen, können wir öfter baden. Ne? Das Problem ist, ja, kann sein, dass es halt vielleicht schön warm wird und so weiter und so fort, aber es könnten auch Probleme entstehen. Und ich habe euch jetzt hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht sollten wir uns aber erstmal hier links durchlesen, bevor wir die Bilder verstehen wollen. Und zwar, ein Temperaturanstieg führt zu einer Veränderung des Klimas. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Wetter und Klima. Wetter ist, jetzt regnet es draußen, morgen wird es kalt. Klima ist, wenn sich wirklich komplette Klimazonen verschieben. Ja, wenn es einfach dort immer nur warm ist oder immer nur kalt. Das ist eher ein Klima. Mit dem Anstieg der mittleren Temperatur auf der Erde, kann man auch ausrechnen, gibt es Simulationen für, wird es zu mehr Stürmen, Hitzewellen, Dürren, Waldbränden und das Abschmelzen von den Polkappen kommen. Auch das haben wir uns nicht ausgedacht, das haben wir auch schon beobachtet. Was dann passiert ist eben, naja, es könnte sein, dass Zonen nicht mehr so gut bewohnbar sind, weil die Bedingungen immer extremer werden und dann müssen Menschen ihre Länder verlassen. Die müssen vielleicht flüchten. Und dann haben wir noch ein Problem. Je wärmer es wird, also je höher der Temperaturanstieg ist, desto größer und schlimmer werden eben die Probleme. Die Phänomene werden immer extremer. Und am allerschlimmsten ist eigentlich, dass ab einer gewissen Temperatur gibt es einen Kipppunkt. Das heißt, es ist halt so warm geworden, dass es zu Phänomenen kommt, die nicht wieder umkehrbar sind. Irreversibel. Ist euch schon mal ein Glas runtergefallen? Habt das dann wieder zusammengesetzt gekriegt? Schwierig, ne? Und das sind eben Kipppunkte. Und wenn wir die überschreiten, dann haben wir ein richtig großes Problem. Deswegen gab es ja das Pariser Übereinkommen, dass wir sagen, okay, wir wollen unsere Erderwärmung unter 1,5 Grad halten oder unter 2 Grad. Und deswegen haben wir eben das Problem, dass uns nicht mehr unglaublich viel Zeit bleibt. Denn wir wissen, okay, Temperaturanstieg liegt am CO2-Gehalt. Wir wissen, wir stoßen ziemlich viel CO2 aus im Jahr. Und daraus kann man ausrechnen, na, wie lange bleibt uns denn noch? Habt ihr eine Ahnung, wie lange bleibt uns jetzt noch, um, wenn wir jetzt wirklich alles so beibehalten, wie es ist, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten? Habt ihr da eine Idee? Schätzt mal. Irgendwas? In Jahren. Das sind Jahre. 8. Also wenn wir jetzt, ich muss aber auch dazu sagen, das ist dann eine Zweidrittelchance. Also wir müssen nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wenn wir eine Zweidrittelchance wahren wollen, um eben die 1,5 Grad noch zu streifen, bleiben uns noch 8 Jahre, um mit dem CO2-Ausstoß, den wir jetzt haben. So, wenn wir das alles nicht schaffen, dann wird es langsam nass in den Niederlanden. Das heißt, ich sagte ja, es wird das Eis schmelzen. Na gut, dann sagen jetzt die schlauen Leute, ja, wenn auf Wasser Eis schmilzt, dann steigt doch nicht der Meeresspiegel, richtig? Aber wir haben ziemlich viele Landmassen, die sind auch vom Eis bedeckt, Kilometer dick. Und wenn das schmilzt und das alles ins Wasser, in unsere Meere gerät, dann haben wir ein Problem. Niederlande werden absaufen, andere Länder werden auch ertrinken müssen. Das ist alles nicht so lustig. Das ist nicht morgen, das ist nicht übermorgen, das ist nicht nächstes Jahr, das ist nicht in 10 Jahren, vielleicht in 100 Jahren.
Aber ist auch eine Zeit, ist nicht mal so lang hin. Hier ist nochmal kurz erklärt, na, was passiert denn, wenn wir eine mittlere Erderwärmung haben. Das hier ist der jetzige Zeitpunkt. Wir haben irgendwo kalte Tage, wir haben heiße Tage. Und jetzt schiebt sich das alles ein Stück nach rechts. Das heißt hier, wir haben mehr Tage mit viel Hitze und mehr Hitzerekorde, wie wir es ja auch beobachtet haben. Die letzten Sommer waren ziemlich heiß. Die letzten 4 Jahre waren die heißesten der Aufzeichnung seit 1880. Hier ist ein Bericht von der Bodentrockenheit 2018 vom Helmholtz-Zentrum hier in Halle. Es gab echt extrem große Flächen mit außergewöhnlicher Dürre. Das haben wir alle beobachtet hier. Die Bäume, die haben ihre Blätter verloren, die haben ihre Rinden verloren. Das hat einen Grund. Es war extrem trocken hier, auch in Halle. Es gab Waldbrände in der Taiga in Russland. Und es gab extrem viele große Wirbelstürme und Taifune und Zyklone. Und das sind so Dinge, ist nicht so gut, ne? Irgendwie klingt doof. Aber ich bin jetzt nicht hier, um nur schlechte Laune zu machen, weil können wir was machen? Ja, schauen wir mal. Unser Problem ist, alles, was wir machen, stößt irgendwo CO2 aus, fast alles. Selbst atmen. Atmen wir jetzt alle nicht mehr mal eine Stunde, haben wir es gelöst. Nee. Aber was wir versuchen können, wir können mal auf uns selbst gucken. Wir sind ein Industrieland, wir stoßen so als Person so ca. 11 Tonnen CO2 aus. Wenn wir uns jetzt auf uns selbst gucken, na gut, wir fahren mal ein bisschen mehr Rad, statt der SUV. Ihr habt ja alle 3 SUVs zu Hause, das weiß ich. Fahren wir jetzt lieber mal Fahrrad. Dann essen wir alle weniger Fleisch. Okay, lassen wir McDonald's mal links liegen, wir essen mal einen Apfel, kriegen wir auch hin. Flüge vermeiden, okay, machen wir einen Ostseeurlaub, das kriegen wir auch hin. Ökostrom nutzen, das kriegen wir auch hin, denke ich. Ja, ist nicht so schwierig. Regional kaufen, saisonal kaufen, auch gut. Und ganz wichtig ist, Klimaschutzprojekte unterstützen. Ja, da kann man echt viel CO2 einsparen. Man sagt so, dass man so im Industrieland auf maximal 5 Tonnen CO2 pro Jahr sich drücken kann. Denn es ist so gut wie möglich, CO2 frei zu leben hier bei uns. Aber was man wirklich machen kann, ist eben Projekte unterstützen, die ganz, ganz viel CO2 einsparen. Und das ist dann ein Rieseneffekt. Aber das alles wird leider einfach nicht reichen. Wir müssen global denken. Denn nur wenn ich das jetzt mache, nur wenn wir das alle jetzt machen, kann es sein, dass die Industrie ja morgen immer noch haufenweise Energie verbraucht. Das heißt also, ebenfalls unsere Industrie und unsere Energieversorgung muss eben hin zu erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien heißt, wir verbrennen nichts mehr, wir nehmen das, was uns zur Verfügung steht, zum Beispiel Sonne, Wind, Erdwärme und so weiter und so fort. Und ebenfalls unsere Wirtschaft muss ein bisschen klimafreundlich sein. Ihr wisst ja, Wirtschaft, wir konsumieren ganz viel, wir kaufen ganz viel, muss ganz viel hergestellt werden, wird weggeschmissen. Das ist ziemlich schwierig. Wir wollen lieber recyceln, reparieren. Deswegen sind wir auch hier. Ja, so und jetzt gucken wir uns mal das Bild an. So war der Verlauf des CO2-Ausstoßes über die Jahre. Das ist 2015 hier, das war 1960 und wir sehen, so CO2 stieg immer ziemlich an, Was können wir machen? Naja, ich habe die ganz einfache Lösung, das. Okay, 2050, kein CO2 mehr, alles super. Ja, wird auch schwierig, ja. Aber das ist nun wirklich, was können wir tun? Ja, CO2 runterfahren. Das müssen wir tun. Das ist die Prognose. Also auch wieder Jahre und unsere aktuelle Situation. Das sind jetzt hier die Treibhausgase wieder in Tonnen, in Gigatonnen. Hier sind wir jetzt. Dann haben wir hier so ein 1,5-Grad-Ziel. Hatte ich ja erklärt. Ja, nicht mehr als 1,5 Grad bitte, die Erde erwärmen. Dann müssen wir hier lang. Ja, also wir müssen ziemlich fix die CO2-Emissionen runterschrauben. Das wird das 2-Grad-Ziel. Übrigens hier dazwischen passiert eine Menge. Ich hatte was von Kipppunkten erzählt. Ne? Bei 2 Grad wird schon ziemlich wahrscheinlich, dass solche großen Kipppunkte erreicht werden. Zum Beispiel, dass Permafrostböden auftauen, die dann noch mehr CO2 ausstoßen und so weiter. Jetzt kommt die blöde Grafik hier. Naja, das sind unsere festgelegten Klimaziele. Zurzeit. Ja, ich lasse das mal so unkommentiert. Und das ist, so sieht das aus, wenn wir alles so machen wie bisher. Also, ihr seid jung, sagt mal, Leute, wir wollen dahin. Ja? Nicht da so. Aber jetzt,
Ach ja, genau. Ich hatte noch was von Wirtschaft erzählt. Kleiner Cartoon dazu. Das ist unsere alte Wirtschaft und das wird unsere neue Wirtschaft. Das ist unsere Möglichkeit, die wir haben. Aber nun Kryptowährung, okay? Ich weiß, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal vielleicht, aber ich denke, es ist wichtig, dass ihr darüber nachdenkt. Aber nun, Kryptowährung habe ich versprochen. Also beschäftigen wir uns erstmal damit. Kryptowährung. Hand hoch, wer hat schon mal Kryptowährung gehört? Das Wort Kryptowährung. Gut. Wer hat schon mal Bitcoin gehört? Gut. Wer hat schon mal Blockchain gehört? Gut. Hat schon mal jemand eine Hash-Funktion gesehen? Gut. Das sind auf jeden Fall, Leute wesentlich tiefer im Thema als ich. Aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Denkt dran, ich bin Physiker, kein Informatiker, kein Hass. Falls ich irgendwas falsch sage, lieber mich berichtigen. Was sind Kryptowährungen? Die sind per Definition keine echte Währung, wie wir es so kennen, mit unserem Euro. Aber wir können ihnen trotzdem einen Wert zuordnen. Das ist schon mal, hat ja irgendwas mit einer Währung zu tun. Ja? Denn unser eigentliches Geld ist ja auch nur ein Stück Papier, steht 20 Euro drauf. Und da weiß ich, dass ich morgen zum Bäcker gehen kann und mir da ein Brötchen von kaufe. Aber wenn der Bäcker morgen sagt, du, ich nehme jetzt kein Geld mehr, ich hätte jetzt gerne Bänke, dann ist blöd. Ne? Dann hat auch unsere normale Währung den Wert verloren. Aber das ist natürlich nur utopisch. Hinter den meisten Kryptowährungen ist eine Blockchain. Damit werden wir uns gleich noch beschäftigen. Das Grundlegende ist eben, dass diese Blockchain funktioniert nicht über eine zentrale Institution, sondern dezentral, das heißt über Netzwerk. Es gibt keinen festen Provider, sage ich mal, der in der Mitte steht, der alles kontrolliert, wie hier. Das ist ein zentrales Netzwerk. Es gibt eine Bank, alle gehen dahin, die verwaltet alles, die hat ein Grundbuch, die hat eure Konten, die weiß alles. So. Kryptowährungen funktionieren so. Es gibt ein dezentrales Netzwerk. Quasi alle zusammen sind die Kryptowährung. Wichtig ist, es heißt ja Kryptowährung, das heißt, es ist irgendwo verschlüsselt, es ist irgendwo eine Verschlüsselung drin. Da müssen wir uns auch noch kurz mit beschäftigen. Und 2009 wurde eben die erste Kryptowährung Bitcoin gehandelt. Also jetzt auch schon 10 Jahre her. Und immer ein Grund, sich damit zu beschäftigen. Das hier sind die Top 10 Kryptowährungen. Wir haben hier Bitcoin, Ethereum und so weiter und so fort. Und das ist hier der Wert in Milliarden US-Dollar. Bitcoin ist jetzt bei, was war das? Ja, 2019 war das 162 Milliarden US-Dollar. Also man kann der Währung doch schon einen gewissen Wert zuordnen. Und also sind sie auf jeden Fall relevant. Das merkt man auch. Es wird viel darüber gesprochen. Für viele ist es irgendwo unbekannt. Ist irgendwie was, wo man investieren kann. Kryptowährung, machen wir einfach. Aber wir beschäftigen uns damit ein bisschen. So, erstmal Blockchain. Gut, was mache ich? Ich gehe mal zu Wikipedia. Eine Blockchain ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, Blöcken genannt, die mittels kryptografischen Verfahren miteinander verkettet sind. Jeder Block da enthält dabei typischerweise einen kryptografischen sicheren Hash des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel und einen Transaktionsdaten. Hä? Ja, also muss man noch ein bisschen mehr lesen. Dann habe ich so rausgefunden, naja, in der Blockchain werden also irgendwie digitale Blöcke aneinander gereiht. Gut, das kann ich mir vorstellen. Block, noch ein Block, aneinander gereiht. Und dann erhalten die Daten. Gut, da sind Daten drin, Blöcke, Daten, kann ich mir auch noch vorstellen. Und was können das für Daten sein? Und Transaktionen. Aha, da kommen wir ja Richtung Währung, das verstehe ich auch. Dann, Blockchain befindet sich nicht auf einem zentralen Server oder so, denn es ist ja irgendwie ein dezentrales Netzwerk. Alle Beteiligten haben eine Kopie. Okay, das heißt also, wir haben einen Kontoauszug und der ist bei jedem von euch. Jeder hat diesen Kontoauszug und immer wenn da was passiert, ändert sich das auch auf euren Kontoauszug. In eurem Heft, sag ich mal. Das ist die Blockchain. Okay, das kann man sich auch vorstellen. Um die Daten jetzt zu sichern, werden eben aufwendige Zufallszahlen erzeugt durch diesen Hash-Algorithmus. Gucken wir uns gleich mal an. Möchte man dann etwas in diese Blockchain reinschreiben, also in euer Kontoauszug oder in euer Protokollheft, dann kann man das machen. Aber es müssen alle bestätigen. Also alle prüfen nach, war das jetzt richtig oder ist jetzt irgendwas falsch. Das klingt ziemlich sicher. Ist es auch. Hier ist nochmal von Heise
nochmal so eine kleine Grafik, wie das jetzt nun funktioniert. Okay, also wir haben jetzt die Blöcke. 1, 2, 3, 4. Nee, nur 3. Jeder Eintrag enthält außer den eigentlichen Daten, was jetzt zum Beispiel was eine Transaktion ist, also Otto überweist Julia 20 Euro und wir wussten vorher, Otto hatte vorher noch 40 Euro bei Hansgut. Okay, da steht immer alles drin, da wissen wir auch alles klar, das muss so stimmen. Der Typ darf jetzt eben 20 Euro ausgeben, 20 Bitcoins. Gut, das steht eben drin, in der Transaktion. Und die ganze Historie liegt dahinter. Also man macht immer, wenn eine Transaktion erfolgt, macht man eine neue Seite in das Heft rein. Und das Heft haben wir alle zu Hause. Also sobald eine Transaktion passiert, dann kriege ich das mit. Ich muss sagen, okay, ich gucke damit rein. Jo, das stimmt. Neuer Block in die Blockchain rein. Ja, dann haben wir noch davon gesprochen, dass die Daten, wenn man die fälschen wollen würde, wie würde man das machen? Naja, wir haben ja gesagt, das ist irgendwie verschlüsselt. Und es wird extrem aufwendig, wenn man es fälschen möchte. Und woran liegt das? Man muss so eine Hash-Funktion lösen. Der Hash steht immer mit, oder die dazugeordnete Hash steht immer mit auf dem Block drauf und der Vorgänger auch. Und was jetzt gemacht wird, ist irgendwie ein Rätsel gelöst. So eine Hash-Funktion ist wie ein Rätsel. Das heißt, der PC muss irgendwie eine krasse Zahl finden, die unglaublich krasse Eigenschaften hat und die immer noch sicherer ist als die Zahl davor. Und dann rechnet das so ein Rechner ewig lange, bis er was gefunden hat und dann sagt, ah ja, das passt, jetzt kann ich den neuen Block dazufügen. Da wird dazugefügt, alle prüfen das. Okay, passt, Block dran, Blockchain ein Stück größer geworden. Ja, das ist erstmal ganz grob, ganz allgemein, so ungefähr, wie das funktioniert. Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen auf den Energieverbrauch. Ach nee, stimmt, das wollte ich noch erzählen. Das ist nämlich ziemlich ähnlich. Hatte das schon mal jemand gesehen? Kann jemand sagen, was das ist? Das ist eigentlich ein abgefahrenes Gleichnis. Ziemlich einfach. Und zwar, das ist ein Kerbholz. Schon mal gehört, wenn jemand was auf dem Kerbholz hat, dann hat er Schulden. Der Typ hat einfach Schulden. Und das ist ein Kerbholz. Das Ding war vorher zusammen. Zum Beispiel hatte ich jetzt Schulden bei dir. Du sagst, okay, komm. Kerbholz aneinandergelegt, wir ritzen da was rein. Das heißt, ich habe Schulden bei dir. So, dieser Ritz heißt, wir haben irgendwie ein Problem. Also, ich habe bei dir ein Problem. So, und wie ist das jetzt fälschungssicher? Naja, eine Kerbe heißt, ich habe Schulden. Du hast die Kerbe, ich habe die Kerbe. Wenn wir die Dinge jetzt wieder aneinander packen, können wir gucken, ah ja, stimmt, das ist richtig. Ich wäre jetzt schön doof, wenn ich da noch einen Streifen reinmachen würde. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen, dann hätte ich ja nochmal irgendwo Schulden. Und du könntest immer nachprüfen, ob ich was gefälscht hätte. Denn dein Kerbholz zeigt ja das gleiche wie meins. Und dann sind die noch ein bisschen geformt zueinander, dann passen die genau aneinander und dann kann man sagen, jo, das ist richtig. Ja, das funktioniert ziemlich ähnlich wie so eine Blockchain. Kann man auch nicht fälschen oder nicht so einfach. Und es basiert untereinander. Wir beide machen das nur. Wir gehen nicht zu einer Bank und sagen, hier, schreib mal auf, ich habe Schulden bei dir. Sondern wir gehen wirklich nur aneinander, nehmen unser Kerbholz, legen es aneinander. Ah ja, stimmt. Ziemlich ähnlich zu einer Kryptowährung. So, wo kommt jetzt eigentlich, gibt es einen Haken? Ja, gut, der Vortrag hieß ja irgendwie Energieverbrauch. Ich hatte was vom Klimawandel erzählt, jetzt müssen wir irgendwie langsam den Bogen kriegen. Jo, gibt einen Haken. Die Vorteile sind klar. Also man kann die Kryptowährung fast nicht fälschen. Es gab einmal einen Fall, da wurden ein paar Bitcoins geklaut. Aber sie ist ziemlich sicher. Sie ist dezentral, kann nicht manipuliert werden. Das Problem ist jetzt, dass extrem hoher Energiebedarf herrscht. Das liegt einmal daran, dass wir ständig diese Rätsel lösen müssen, diese Hash-Funktion. Wir müssen ständig müssen Rechner das ausrechnen, um zum Beispiel auch neue Bitcoins zu erzeugen. Bitcoin heißt ja in dem Sinn, oder ich rede jetzt mal nur von Bitcoin, Kryptowährung allgemein. Um so neuen Bitcoin zu erzeugen, muss ein neuer Block in die Blockchain rein und dann muss man eben ständig solche Hash-Funktionen lösen. Ganz allgemein, unsauber erklärt. Aber das braucht einen Haufen Energie. Und die Datenmenge wird auch immer größer, das gucken wir uns gleich an. Man kann sich ja vorstellen, dass je mehr Blätter man in so einen Kontoauszug reinpackt, desto dicker wird der, desto mehr Daten sind es einfach. Genau. Und da immer alles in dieser Blockchain drinsteht, das heißt die kompletten Transaktionsvorgänge, also alles, was jemals überwiesen wurde, hin und her, da steht alles da drin,
nimmt die Datenmenge extrem schnell zu, je mehr Nutzer es werden. Das Netzwerk kann schnell ausgelastet werden und ja, das ist vielleicht auch ein Problemchen. Und das hatte ich erzählt, eben um Bitcoin selbst zu erzeugen, müssen eben diese Rechner diesen komplexen Aufgaben lösen, diesen Hash-Algorithmus laufen lassen und dann diese abgefahrenen Zahlen finden, die dann dazu wieder reinpassen. Und das verbraucht enorm viel Energie. Jetzt gucken wir uns mal an, wie viel Energie. Das sind 73,12 Terawattstunden. Wir hatten vorhin das Internet komplett, also nein, die komplette Informationstechnologie braucht 1500 Terawattstunden. Da ist aber das komplette Internetnetzwerk drin, es sind alle Datenzentren, es sind alle Endgeräte mit dabei. Da sind dann 73 Terawattstunden schon ganz schön viel. Umgerechnet ist das so viel, wie Österreich im Jahr an Energie braucht. Komplett Österreich. Nur Bitcoin ist Österreich. Dann kann man auch ausrechnen, dass das eben auch CO2 verbraucht. Also die meisten Bitcoins werden zum Beispiel in China oder in Asien eben gemeint und dort hat man viel Kohlestrom. Natürlich können wir auch mit erneuerbaren Energien reingehen, aber man kann so grob ausrechnen, dass man so bei 35 Megatonnen CO2 ist im Jahr und das ist der Carbon Footprint, also der CO2-Fußabdruck von Dänemark. So viel wie Dänemark. Bitcoin gleich Dänemark, wenn es ums CO2 geht. Und dann gibt es noch Elektronikschrott. Ja, klar, wenn man viel rechnen muss, dann geht auch mal was kaputt. Und dann kann man das auch pro Transaktion ausrechnen. Das sind dann 300 Kilogramm CO2 pro eine Transaktion. Ist jetzt erstmal eine komische Zahl. Gucken wir uns gleich an, ob wir die vergleichen können. Aber nochmal zu dieser Blockchain selbst. Wir sind jetzt bei 2019 und diese Blockchain ist jetzt 250 Gigabyte groß. Boah, ja, dann kann man sich aufs Handy laden. Da ist nicht mehr viel los. Also man sieht, die Datenmenge ist exponentiell gestiegen, der Blockchain, der Bitcoin-Blockchain, weil eben so viele Transaktionen stattfinden und die alle gespeichert werden und so weiter und so fort. Das heißt, der Energiebedarf und der Datenbedarf wird extrem schnell, extrem groß. Wir haben ja erzählt, viel Energie wäre auch viel CO2. Jo, können wir uns hier mal angucken. Hier sprechen die von 60 Kilogramm CO2 pro Transaktion. Im Vergleich dazu hat eine Visa-Transaktion irgendwie nur noch 200.000 davon. Also 200.000 Visa-Transaktionen sind ein Bitcoin-Transaktion zurzeit. Das ist ziemlich viel. Ja, wenn man sich das überlegt, andere sprechen sogar noch von 300 Kilogramm CO2. Und wenn man das jetzt mal nimmt, die 60 Kilogramm CO2, muss man sich wieder vorstellen können, naja, das ist jetzt eine Strecke mit einem Auto von 300 Kilometern. Da kann ich für eine Transaktion schon ziemlich weit fahren. Genau, die Visa-Überweisungen verbrauchen 200.000 mal weniger. Und was man auch dazu sagen muss, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, es gibt ganz viele Journalisten, die darüber berichtet haben, ja, was passiert mit Bitcoin, das explodiert alles und die haben 2017 berichtet, dass Bitcoin 2020 den kompletten Energiebedarf der Welt verbrauchen wird. Ist nicht passiert. Nein, die vergessen manchmal eben, dass sich die Technologie auch weiterentwickelt. Ja, denn die Rechner werden schneller, die Algorithmen werden effizienter und ja, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Aber erstmal eine Hausnummer. Also gemerkt, eine Bitcoin-Überweisung, wie viele Kilometer? Autofahren? Richtig. Gut. So, jetzt gucken wir uns mal an, warum ist das jetzt nicht so explodiert, wie die das dachten. Naja, am Anfang hat man diese Rechenaufgaben, diese Hash-Funktion über CPU gemacht. Ja, über euren Prozessor, zum Beispiel in Intel Core i7. Genau, das hat noch ziemlich viel Energie verbraucht. Also das ist jetzt wirklich der Energieverbrauch pro Rechenaufgabe, sage ich jetzt mal. Also je höher das ist, desto mehr Energie verbraucht es, um einmal so eine Zahl zu finden. Dann wurde darüber gegangen, die GPU zu nehmen, also die Grafikkarte vielleicht. Das war dann schon effizienter, das ging schneller. Denn der Unterschied ist ja, dass so eine Grafikkarte für mehr Durchsatz geschaffen ist. Ja? So, der ist vielleicht ziemlich schnell, aber so eine GPU kann ziemlich viel Durchsatz, auch ganz salopp gesprochen jetzt. Dann konnte man über FPGAs meinen. Das heißt, man nimmt dann schon eine harte Programmiersprache, die dann die Hardware direkt anspricht und effizienter und schneller
gewünschte Rechnung vollziehen kann. Und jetzt sind wir bei den ASIC Mining. Dort werden dann wirklich integrierte Schaltkreise genutzt, die ganz hart hergestellt wurden, nur dafür, die Hardware wurde nur dafür hergestellt, eben solche extrem komplizierten Rechnungen zu lösen. Und dann wurde man schon ziemlich schnell, ziemlich effizient. Und das darf man immer nicht vergessen, wenn man um solche neuen Technologien redet. Es passiert ziemlich viel in ziemlich kurzer Zeit, deswegen kann man ganz schlecht jetzt eine Prognose sagen, wie es in 3 Jahren aussehen wird. So, jetzt komme ich schon so langsam ein bisschen zum Fazit. Ich habe ziemlich viel erzählt. Und naja, was ist denn nun? Sind Kryptowährungen nun gut oder schlecht? Ja, das kann man so einfach nicht sagen. Eine einfache Antwort gibt es nicht. Also die dezentrale Blockchain-Technologie ist auf jeden Fall innovativ und vielversprechend. Hinweis auf Internet of Things, da reden wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Die Kryptowährungen stecken noch ein bisschen in den Kinderschuhen und die Algorithmen können effizienter werden. Zurzeit benötigen noch enorm viel Energie. Und das ist halt in Zeiten des Klimawandels ein bisschen schwierig. Man hat aber zum Beispiel auch schon eine Alternative zur Blockchain gefunden. Da kann man dann über nicht mehr über eine Kette gehen, sondern über diese Tangles. Aber das sind Dinge, die könnt ihr einfach mal googeln, wenn es euch interessiert. Oder Yahoo oder Ecosian. Was natürlich super ist, die Anonymität. Erstmal, auf den ersten Blick, gut, uns kann jetzt keiner mehr in die Karten gucken, es gibt keine Bank mehr, die Sachen kann hier so und so, es funktioniert alles nicht, aber das hat natürlich auch Nachteile. Wenn niemand mehr reingucken kann, kann man auch ganz schnell illegale Geschäfte machen. Man kann Drogen kaufen, man kann Waffen verkaufen, das ist vielleicht noch so ein Ding, was ein Kontra wäre, aber alles in allem, jede neue Technologie hat auch immer Vor- und Nachteile. Und ich denke mal, wenn wir jetzt nochmal über die Blockchain reden wollen, Internet der Dinge, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, eben das ist zum Beispiel auch, wenn jetzt unsere Dinge untereinander nur miteinander kommunizieren und man möchte das vielleicht prüfen, wäre ziemlich doof, wenn man das alles über einen Server wieder laufen lässt, alles abgeprüft, lasst die doch untereinander einfach reden, nehmt eine Blockchain, da kann niemand dazwischen grätschen oder irgendwas anderes machen und das ist sicher. Und auch deswegen gibt es ziemlich viele Vorteile, auch für erneuerbare Energien. Man kann zum Beispiel solche autarken Häuser mit einem Solarmodul auf dem Dach nehmen. Die könnten zum Beispiel, gibt es ein Projekt, die könnten Strom erzeugen. Nach jeder Energiemenge gibt es einen Token, gibt es hier so einen Blockchain-Token. Und dann kann man sagen, hier Leute, ich habe Energie erzeugt. Dann kann man das sagen, okay, jetzt darf ich wieder Energie verbrauchen. Man kann damit handeln. Man kann also wirklich den Dingen einen Wert zuweisen, wo wir wieder bei Kryptowährungen wären. Jo, ich habe es noch versprochen, gibt es auch eine grüne IT? Jo, gibt's. Nicht zu 100% vielleicht, aber es gibt schon Ansätze, es gibt Möglichkeiten. Also Software und Hardware können so konstruiert werden, dass sie eben auch die Umwelt schützen können, klar. Und dabei geht es um mehr als nur energiesparende Geräte oder energiesparende Infrastruktur. Zum Beispiel, wenn jetzt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Fairphone, die versuchen jetzt wirklich, ein Smartphone herzustellen, was fair ist. Man kann die Module auswechseln und die versuchen auch, das zu reparieren zu lassen. Sie versuchen, faire Handelsketten aufzubauen und so weiter. Es gibt Suchmaschinen, die mit erneuerbaren Energien funktionieren. Es gibt Apps, die dazu dienen, dass ihr vielleicht Mikroplastik erkennen könnt oder Carsharing nutzen könnt und so weiter und so fort. Aber ganz wichtig, was ich noch mitbringen wollte, ist, beschäftigt euch selbst mit den Dingen. Ihr müsst euch eure eigene Meinung machen, denn die Dinge sind weitaus komplexer, als man immer in der Zeitung liest. Und alles, was wir tun, hat irgendwo Auswirkungen. Das müsst ihr auch euch merken. Sind gute oder schlechte? Und jetzt bin ich bereit, noch kurz Fragen zu beantworten. Und wenn ihr noch andere Fragen habt, könnt ihr die auch an unsere E-Mail-Adresse stellen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, es hat euch gefallen.
Jein. Also ich hatte ja gezeigt, dass zum Beispiel eine Visa-Transaktion, die braucht ja unglaublich viel weniger Energie als so eine Bitcoin-Transaktion. Also zurzeit ist es wirklich noch so, natürlich, Banken und so weiter, die sind in echt da, die verbrauchen auch irgendwo Energie und so weiter. Aber wenn ich mir vorstelle, dass eben eine Transaktion bei Bitcoin zurzeit 200.000 Mal mehr CO2 ausstößt als eine Visa-Transaktion, dann würde ich sagen, ist Bitcoin jetzt vielleicht noch nicht der richtige Weg, aber es gibt natürlich auch schon andere Varianten, zum Beispiel Ethereum, das verbraucht schon weniger Energie und die nächsten wollen noch weniger. Und dann wird bestimmt irgendwann mal dieser Kipppunkt kommen, wo dann digitale Kryptowährungen vielleicht auch weniger Energie verbrauchen als das komplette zentrale Bankensystem. Aber dann kommen auch wieder andere Probleme zusammen, es gibt wieder kein Hop oder Top. Ja. Genau. Das ist auch eben ein super Vorteil von der Blockchain, wo das dann eben keine Institution mehr alleinig ist, die das jetzt bestimmt, sondern einfach ungestört laufen kann und eben auch sicher und ja, finde ich auch. Also, und mit Bitcoin wurde extrem viel gehandelt. Also es gab ja dann den riesigen Investitionskram, wo dann richtig viele Leute richtig viel Geld gemacht haben, auch richtig viel Geld verloren hat. Und das war, glaube ich, nicht gerade der Sinn von Bitcoin. Ja. Ja. Absolut nicht. Also. Ja, aber es ist ein Anfang, denke ich, und es steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Den Algorithmus können wir auch ziemlich verbessern. Also da gibt es noch ganz viel zu machen. Ja, hattest du noch eine Frage? Wie groß der Anteil, also wenn man den Anteil ausrechnen würde im Vergleich auf die Transaktion, wie dann vielleicht. Also ich würde sagen, es kann schon jeder nutzen. Es wird auch teilweise schon in Läden angeboten, man kann dort bezahlen. Im Endeffekt macht Bitcoin ja die Community aus, denke ich. Derjenige, der es anbietet, der macht da mit. Und wenn da jetzt immer mehr mitmachen, dann gibt es auch immer mehr Möglichkeiten. Das Problem ist, dass ja auf das Bitcoin angefangen wurde zu handeln und dem ein Wert umgeschrieben wurde auf US-Dollar und darauf hat man gewettet. Das heißt nicht, dass die alle Bitcoins haben. Das ist eigentlich nicht das Problem, glaube ich. Also vielleicht schon, also die haben dann vielleicht auch Bitcoins gekauft und gehofft, dass sie dann mehr wert sind. Aber man hat auch angefangen, darauf zu wetten, wie der Kurs sein wird. Und das ist eigentlich das Abstruse an der gesamten Geschichte, denke ich. Ja, also man würde am besten Wetten auf Wetten abschließen, ja. Genau. Aber was jetzt, wie sich jetzt der Anteil eben verhält, dazu könnte ich leider nichts sagen. Nee. Jo, wenn jetzt keine Fragen weiter sind, hoffe ich, es hat gefallen und. Ja.